Jeder Mensch hat Ängste. Egal ob Angst vor Spinnen. Oh Gott, nee. Okay. Platzangst. Warum gehe ich mit Platzangst in eine Höhle? Wie dumm bin ich denn eigentlich? Scheiße, Mann. Und Höhe. Okay, stopp. Ich kotze. Und irgendwann ist es an der Zeit, sich seinen Ängsten zu stellen. Julius hat wirklich krasse Platzangst. Soll ich vorgehen oder möchtest du vor? Du gehst vor. Alles klar. Nimm du dir die GoPro. Let's go. Ey, Bro. Ey, nee, wirklich. Ja. Alter, das ist wirklich schlimm. Oh, hier wird echt stressig. Okay, Tobi, komm hoch, ja? Ja, mach ruhig. Okay, Julius, bist du ready? Nein. Also ist es schon tight. Ey, ich bin so am Abkacken hier. Warum gehe ich mit Platzangst in eine Höhle? Wie dumm bin ich denn eigentlich? Schaffst du es, Julius? Wie geht's dir? Gar nicht gut. Ist es gerade unangenehm? Absolut. Mach nicht zu schnell. Mach ganz ruhig und langsam. Okay, crazy. Das ist halt eines der größeren Löcher gewesen, ne? Also. Nur mal jetzt so als Frage: Wie viel schlimmer als das geht es hier noch? Viel schlimmer? Oh, das hier, Julius. Was hältst du davon? Nee, ohne Witz. Auch gar kein Fall. Und man kommt auch irgendwo durch? Was ist das denn? Das ist ein Loch. Ist hier schon mal jemand, also nicht wieder rausgekommen? Also bisher haben wir da noch jeden durchbekommen. Mhm. Aber es gibt immer einen ersten, ne? Ja, oh, ja. Geil. Ganz dunkel der Gang. Den würde ich als nächstes mit euch machen. Ja, oh. Das ist top. Genau, das eine Stelle, da müsstest du wahrscheinlich auf den Bauch. Julius, das schaffst du. Das schaffst du. Das ist nur ein ganz kleines Stück. Vor die Leute und hinter die Leute. Wir sind die ganze Zeit beide. Wir halten auch Abstand zu dir. Und du kriegst das hin. Okay, Julius? Ja, los. Let's go, komm. Maschine, ja, auf geht's. Ja. Oh. Ja. Was kommt denn jetzt? Ich sehe nichts. Hier ist das Loch. Tobi, bist du wieder? Ja. Nee. Vorwärts oder wie macht man's? Oh, nein. Boah, Julius, guck mal. Das ist ja wie bei der Bundeswehr mit dem Durchrobben. Es ist ganz kurz nur das Stück, okay? Ja. Steht man da hinten wieder? Ja. Ich höre sie nicht. Okay, das ist wirklich verrückt. Julius, jetzt kommt unser Kandidat. Julius, nicht durchhasten. Bleib mal ganz kurz vielleicht liegen. Schau dich kurz um. Wie geht's dir gerade? Ist es noch machbar? Sei ehrlich. Ja. Ist es schlimm? Also ich würde jetzt ungern noch länger hier bleiben. Also, okay, ja. Dann let's go. Ich geh mal weiter, ne? Julius. Ja, Sekunde. Das ist der Gang. Nee. Ja. Da. Hä? Sollen wir den da durchpassen? Hier da. Das ist deine letzte Challenge, dann hast du dich offiziell deiner Klaustrophobie gestellt, Bro. Checkst du das? Guck mal, ich weiß, dass das tight ist, das hat gerade das Größe von deinem Körper, aber du kriegst das hin, Bro. Let's go. Nee, kann ich nicht, wirklich nicht. Och, Digga. Nicht dran denken, einfach durch. Schaff's, ja, Maschine, let's go. Hier kannst du dich hinsetzen. Scheiße, Mann. Guck, hier kannst du deinen Kopf hochmachen. Oh, Sebastian. Julius, wie ist das? Sag schnell. Ja, den schaffe ich hier. Oh mein Gott, Julius, der sieht weit aus. Ja, der ist es auch. Sag ehrlich, wie hast du das gefühlt? Also in dem hier gerade, wenn es ein bisschen mehr ist, ist okay. Aber alles andere ist wirklich grausam. Was fühlst du dann genau? Ich weiß nicht, ich gehe einfach durch. Tunnel und durch? Ja. Am Ausgang. Ausgang klingt gut. Julius. Ja. Ich bin Kathi. Geh weg. Kathi. Julius. Du hast dich offiziell deine Angst gestellt. Schreib kurz in die Hauptkamera, wie ist es gewesen? Weil wir ein bisschen zittrig, ne? Also, sehr genau. Jetzt geht's hier raus, Julius. Der Ausgang. So, du hast es einfach durchgerissen, du hast es einfach geschafft. Ja. Insane. Glückwunsch an dich. Danke. Wenn ihr Bock habt, auch mal eine Höhlentour zu machen, kommt ruhig mal zur Klutert-Höhle. Und Leute, das war nicht die einzige Angst, die meine Mitarbeiter überwinden muss. Oh Gott. Um Tobis Höhenangst zu überwinden, muss er einen 60 Meter hohen Turm runterlaufen. Es ist ja zum Glück, wie hoch ist es? Ja. 60 Meter. Noch wirkst du nicht so nervös. Nee, ne? Ja, irgendwie ist bei dir noch relativ entspannt alles, ne? Ich habe eigentlich schon, also vor 5 Metern habe ich schon schwummrige Beine. Kurz die Breitbeinchen. Warte. Die Spitzen gehen schon so ein bisschen über die Kante. Aber das Seil ist ja fest, ja. Okay. Beide Hände ans Seil. So? Körperspannung. Ja. Und dann lässt dich nach vorne kippen. Dabei lässt du das Seil durch deine Hände durchrutschen. Ey, Tobi, ich habe Respekt vor dir. Ich habe auch Respekt vor mir selber gerade. Ja, ich würde dann jetzt einfach quasi runterlaufen vom Haus. Warte, ich brauche Spannung. Passt das so? Ja, ne? Boah, meine Eier! Ah ja. Boah, das spannt schon sehr, der Kurt. Ah. Boah, hab ich Blut in meinen Kopf, Alter. Hä, voll entspannt, Digi. Ah, so ist aber entspannt. Hä, voll entspannt. Bisschen drehen. Ja. Boah, leck mich am Arsch, Alter. Geil. Fahr ich da nicht. Rutsch jetzt dann. Boah, alles gut. Aber, warte, aber rutsch. Ich sehe es nicht in meinem Gesicht. Ja. Ja, nee, klar. Okay, stopp, ich kotze. Doch, stopp. Boah, das war echt sehr eng, der Gurt. Wie war's? Das war, also, keine Ahnung, überraschend entspannt. Würdest du sagen, deine Höhenangst jetzt gone? Nee. Damit hat Tobi seine erste Angsthöhe zur Hälfte schon besiegt. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite in den Skyfall. Und dann geht's mal schön 60 Meter im Freefall komplett nach unten.
hätte jetzt einen coolen Satz gern gesagt, aber mir fällt gerade keiner ein. Oh, meine Eier. Ja, nächstes Mal nehme ich einen weiteren Gurt. Okay, warte, aber ich will mich so in die Richtung drehen. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, Und wie war's? Geil, hä? Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Oh, was ist das denn? Einfach nur insane. Einfach nur insane. Ja, übel geil. Ich will's nochmal machen. Tobi, das war deine Angst, Höhenangst. Du hast sie damit erfolgreich bezwungen. Wenn ihr Bock habt, euch eure Höhenangst zu stellen, checkt unbedingt mal Turm X aus. Sämtliche Links in der Videobeschreibung. Das Ganze ist in Brühl bei Köln und höchster Kletterturm der Welt. 65 Meter geht's hoch. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir gehen direkt weiter zur nächsten Angst. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mit diesen ganzen Ängsten komplett stelle, checkt unbedingt Grevigang aus. Da gibt's ein Video zu jeder Angst. Meine Assistentin und Mitarbeiterin Kati hat seit Jahren schon Angst vor Spinnen. Und nicht vor irgendwelchen Spinnen, sondern genau vor denen hier. Nee, auch vor kleinen. Aber halt vor denen am besondersten. Vogelspinnen. Oh mein Gott, du weinst. Ich kann nicht. Du schaffst das. Wir kriegen das hin, okay? Ich hab so Angst. Wir haben einen Profi dabei. Diese mexikanische Rotknievogelspinne ist an sich komplett ungefährlich. Sie hat zwar große Giftzähne, die auch so 1,5 cm groß sind und Brennhaare an den Hintern, aber deren Gift ist etwa vergleichbar mit einer Wespe oder einer Biene. Danach hat man vielleicht einen Tag Schmerzen, ein bisschen Jucken, dann ist auch wieder vorbei. Also es wird nichts passieren, sollte auch nichts passieren, außer man ist allergisch. Ist Kathi allergisch? Nee, das ist nicht. Kathi, bist du ready? Nee. Nicht so wirklich. Okay, wir machen die Box jetzt mal auf. Ey, das sieht so majestätisch aus. Guck mal. Oh Gott. Oh Gott, nee. Komm mal, versuch ein bisschen näher ranzukommen. Guck, du bist sogar schon nervös, Adi. Die bewegt sich genauso langsam, also bist du auch langsam mit ihr. Nee, wenn die sich festhält. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst dir jetzt mal anschauen, wie sie sich so bewegt. Nee, Sebastian, ich weiß nicht. Die kleinen Dinger sind die Augen. Ja. Oh nee, die fühlen. Am besten nee. Einfach berührt, also ein Bein. Ja, ganz hinten, ganz leicht. So. Du kannst auch direkt wieder. Findet sie schlimm? Okay. Von dieses Bein so ein bisschen. Nee. Doch. Nee, aber nicht, wenn sie zu mir her schauen. Ganz so. Also jetzt ist fertig. Nimm du sie. Ich weiß nicht, ob uns das Video hier weiterbringt. Also. Ich habe nur Angst. Warum kann sie nicht ruhig sitzen, wenn sie krabbelt auf mir? Das ist schlimm. Ja, also wenn du die berührst, dann läuft sie halt mal weiter. Aber wenn sie so krabbelt, das wäre schlimm. Kathi, ich schwöre, ich kotze. Du schaffst es. Du schaffst es wirklich. Lass dich einfach nicht berühren. Oh Gott, warum? Das ist ein Hirnschrank. Das ist der eine Schritt, den du schaffst. Aber noch nicht drauflaufen. Vorsichtig. Lass sie einfach jetzt diese Beine verlieren. Ah, ja, ja, stopp. Stark, stark. Guck mal, sehr gut. Kathi, merkst du hast dich schon fast in der Hand gerade gehabt. Da waren gerade schon drei Beine auf dir drauf. Ich steh drauf. Siehst du das? Okay. Stark. 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 Du bist so heiß. Ich kann nicht. Okay, guck mal. Die läuft komplett drüber. Ah, ja, ja. Alle Beine rein. Hast du das gemerkt? Okay. Wie krass. Siehst du? Wir haben schon einen riesen Fortschritt, ne? Ja, ja, wirklich. Ja. Sehr stark, sehr stark. Nicht so schreien. Nicht, wenn die das hört, ne? Wer? Die Spinne. Ach so. Ja, okay, schnell. Nee. Nein, alles entspannt. Let's go. Nee, nicht so halt weit. Halt die Hand. Sehr gut. Adi. Sehr gut, Kathi. Sehr, sehr stark. Guck mal. Die ist drauf. Komplett einmal drüber gelaufen. Warte. Okay. Oh. Lass die einmal wirklich komplett drüber laufen. Ja. Ich habe immer dieses Überwindungsding. Das ist genau dieser eine Moment. Leise sein. Die ist drauf. Oh nee. Die sitzt jetzt drauf. Du hattest sie jetzt drauf. Du hattest sie gerade komplett auf deiner Hand. Ja. Mach den letzten Step. Nimm sie wirklich kurz auf die Hand, weil dann hast du es komplett hinter dir. Warte, oh mein Gott, Kathi. So gut, so gut. Du hast sie. Es ist super. Du hast sie, Kathi. Adi. Du hast sie. Ja, das. Oh mein Gott. Warte. Du hast es gerade schon komplett geschafft. Let's go. Stark. Traust du dich einmal, sie so zu halten? Kathi, du hast damit deine Angst überwunden. Holy shit, du hältst sie komplett in der Hand. Deine größte Angst hast du gerade damit einfach besiegt. Das ist zu heftig. Ich liebe Spinnen. Ja.